Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge OFM zum Mini-Jubiläum. Und es gibt auch ein bisschen was zu bejubeln, in der Tat. Denn der Finanzminister von Torpedo Goldberg hat mal 9,5 Millionen locker flockig gemacht und hat die nächste Tribüne ausgebaut auf 11.000 Plätze. Das können wir uns ja mal anschauen, was da los ist. Hier die Osttribüne. Danach haben wir dann gute 30.000 Plätze im Stadion. Ja, das wird dann schon viel besser. Denke ich mal, da können wir noch ein bisschen mehr Kohle machen. Ja, leider hat sich Marushak verletzt. War wohl mein Fehler, habe nicht ganz aufgepasst, wie weit er mit dem Training war. Hatte das nicht so im Blick. Muss halt der Werner Schier noch ein bisschen bleiben. Moment, jetzt kommt jetzt hier wieder. Böses Mikro. ja, jetzt fällt er halt 4 Tage aus. Müssen wir halt mit leben. Und schauen mal, wie wir es dann weitermachen. In der Liga, naja, so lala, ne? Paar Siege, paar Niederlagen, man hält sich im Mittelfeld. Denke, mehr ist da auch nicht drin, die Saison. Ist ja auch unsere erste Bezirksklasse-Saison. Da sollte man auch nicht so viel erwarten. Aber hauptsächlich, weshalb wir das Video machen, wir wollten ein bisschen nach der YouTube League schauen. Normalerweise mache ich das ja immer mit dem Tim, aber der Tim feiert Wochenende. Keine Ahnung, wo der ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal allein. Und wir schauen mal, das sind schon die Viertelfinals, die schauen wir uns gleich an. Wir schauen erstmal auf die Tabellen der Gruppen. Heute ist ja auch spielfrei, habe ich ja so eingestellt. Und wir schauen mal auf Gruppe A. Da konnte sich der erste FC Kreipitsch qualifizieren mit 15 Punkten. Und der FC Lucky Star mit 13 Punkten. In Gruppe B ist es Torpedo Goldberg mit 16 und der SV Let's Play mit 10 Punkten. In Gruppe C haben es die Dirty Luckers mit 13 zu 1 Toren und 18 Punkten, also beste mögliche Punktzahl, geschafft und Fortuna Bielefeld. Und in Gruppe D ist es der SV Ignaz und der FC Delinquent, die es in die Viertelfinale geschafft haben. Die schauen wir uns mal an. Da hätten wir Kreipitz spielt gegen den SV Let's Play, Goldberg gegen Lucky Star, Dirty Luckers gegen Delinquent und Ignaz gegen Bielefeld. Ja, habe ich natürlich ein richtig schweres Los gezogen, ne, mit den FC Lucky Star. Das wird schwierig, denke ich mal. Im Cup Talk, da wird beim Viertelfinale ja aber tief gestaffelt. Ja, das sehe ich nicht ganz so, dass ich da klarer Favorit bin. Das ist so ein Spiel 50-50, ne, denke ich mal. Wir spielen ja mit Hin- und Rückspiel. Ich weiß gar nicht, ob hier auch die Auswärtstorregel gilt. Naja, ist ja auch wurscht. Wir gucken mal ein bisschen in die Statistiken. Wer führt denn da die Torschützenliste an? Marushak wird auf jeden Fall erstmal nicht mehr eingreifen können, der ist verletzt. Ignaz Stürmer Thierry Henry, der ist noch dabei. Und Ethan McIntosh ist auch noch mit dabei. Also da könnte noch ein bisschen was gehen. Ist auch erst 18, ne? Der McIntosh mit Stärke 7. Lecker. 12 Millionen ist der Wert, unfassbar. Ha, da. Naja, wir kommen hier vom Thema ab. Also das sind die Spiele. Moment, wir waren noch nicht fertig. Wir wollten noch die Zweikämpfe gucken. Und mal sehen, ob irgendwer auf einen wichtigen Spieler verzichten muss. So, da haben wir die Zweikampf. Da ist Patrick Sundström ist da ganz oben. 4 Spiele. 20 gewonnene Zweikämpfe zu 4 verlorenen. Joa. Die Goldberger scheinen da keine Zweikämpfe zu gehen. Auf jeden Fall ganz unten mit dabei. So, gesperrte Spieler. Ja, Bielefeld muss auf jemanden verzichten. Noch 2 Spiele. SV Let's Play muss auf ihren Vorstopper verzichten. Ein Spiel noch. Und ich glaube, das war es an den Leuten, die weitergekommen sind. Und dann schauen wir uns noch die Allgemeinen an. Da haben wir jetzt 48 ausgetragene Spiele. Davon waren 21 Heimsiege, 10 Unentschieden, 17 Auswärtssiege, 129 Tore. Das heißt 2,69 Tore pro Schnitt. Pro Spiel, genau. 72 Heimtore zu 57 Auswärtstoren. Herrlich. So, in dieser Folge wird es leider keinen Teamcheck geben. Das schaffe ich leider heute einfach zeitlich nicht. Aber ich möchte euch noch auf was hinweisen. Und zwar habe ich es doch tatsächlich auf Server zweimal geschafft, mir ein Team zu machen. Und zwar habe ich da in Thailand begonnen. Da fängt man ja direkt in der Landesklasse an. Kann ich auch gleich mal gucken. Ich bin hier dabei, gerade noch einen Spieler zu kaufen. Ja, bin ich noch bei beiden höchstbietend. Ich baue mir so ein kleines Team auf, ne? So just for fun ist das mehr. Ne? Also ich habe auch keine Lust, hier Teamchecks zu machen auf dem Server. Das ist einfach nur just for fun hier.
ne? Aber könnt ihr gerne auch adden, wenn ihr hier spielt. Könnt mal sehen, wie sich mein Team hier so entwickeln wird. Nochmal einen neuen Beginn ist ja gar nicht so einfach. Das nur nochmal so am Rande. Also Torpedo Goldberg hat es auch, ne, in Server oder auf Server 2 geschafft. Gut, das soll es fürs Erste gewesen sein. Es wird natürlich noch ein Abschluss-Fun-Cup-Video kommen, keine Angst. Da vielleicht auch wieder mit dem guten Tim. Und bis dahin, sage ich mal, friert nicht zu viel, heizt schön zu Hause. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.